Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist zwar kein Mittwoch, aber dadurch, dass ich ja letzte Woche Mittwoch, von Mittwoch bis Freitag im Krankenhaus war und für euch kein Mittwoch-Update-Video machen konnte, dachte ich mir, ich mache das heute, bevor morgen das neue Update rauskommt. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht allzu lange drumherum, sondern fangen direkt mit dem Update an. So, wie ihr schon seht, ich stehe hier in Fear Groove und wie ihr natürlich hier auch schon dran sieht, gibt es seit letzter Woche, ist letzte Woche der Rotband-Trail-Ritt wieder gekommen und ja. Genau, der Rotband-Trail-Ritt ist da und ja, Der Rotes-Band-Trail-Ritt ist eine Tradition, mit der neue Beziehungen gefeiert werden. Er findet jeden Frühling in Jorvik statt, auch wenn wir jetzt keinen Frühling mehr haben. Wir haben, letzte Woche war Anfang August, also sprich Ende vom Sommer, aber okay, egal. Alle Reiter bekommen ein Stück rotes Band, das sie am Ende der Strecke anbinden. Der Legende nach wird die Verbindungen zwischen dir und jemandem, der dir wichtig ist, ewig halten, wenn ihr dieses Band zusammenbindet. Und es ist egal, ob es zwei Freunde tun oder ein Reiter und sein Pferd. Für den Anschluss dieses Trailritts erhältst du einmal täglich 100 Pferde-XP. Du kannst am Trailritt teilnehmen, so oft du möchtest, aber die Pferde-XP wird dir nur für das erste Mal des Tages gewährt. Okay, dann würde ich mal sagen, wir reiten einfach zusammen hoch und ja, für die, die vielleicht noch nicht die ganz frisch in Star Stable dabei sind oder den Trailritt noch nie mitgemacht haben, kann ich die Information geben. Für die anderen, die wissen das natürlich schon. Auf dem Trailritt kann alles Mögliche passieren. Ihr könnt einen, ich sag mal, entspannten Trailritt haben und, glaube ich, einfach nur komplett nach oben reiten, ohne dass irgendwas hier passiert. Oder so kleine Events, wie jetzt hier zum Beispiel mit den Eichhörnchen. Ja. Aber natürlich kann es auch andere Sachen passieren. Da will ich aber nicht zu viel spoilern und euch zu viel davon wegnehmen. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es bei mir jetzt halt abläuft. Und genau, so das größte... Ist da gerade was umgefallen? Ja, der Baum. So, das ist das größte Update und das auch was auf der Jorvik-Seite, wollte ich gerade sagen, Star Stable Homepage steht. Aber natürlich habe ich vorher mal in den Bono-Shop geguckt und da gibt es auch was Neues, falls ihr das noch nicht wusstet, Leute. Aber das schauen wir uns sofort nach dem Trailritt an. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zügiger unterwegs, dass euch das nicht zu lange geht. Hallo! Das ist der vom Aliens Platz, oder nicht? Du musst absteigen, um dich hier hinsetzen zu können. Können wir mit dem reden? Schauen wir mal ganz kurz. Nee, aber wir können uns hier zumindest hinsetzen und mit dem zusammen ein Picknick haben und mit seinem Vögelchen. Sehr schön. So, unser zweites oder drittes Event jetzt schon. Die Frage ist, ob das mit den Eichhörnchen auch ein Event war. Oder nicht. Ja, auf alle Fälle, wo findet ihr den Trailritt? In Fear Groove. Ich kann es euch ja mal kurz auf der Map zeigen, wo ihr den findet. Oh, hi, Cora. Stören die Tiere auf diesem Trail nicht? Sie waren zuerst hier. Und wer... Achso, störe die Tiere auf diesem Trail nicht. Sie waren zuerst hier und werden das ganze Jahr über hier sein. Da hast du recht. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wo ungefähr der Trail anfängt. Und zwar ein bisschen neben dem Jumpy-Platz. Aber ja, ich zeige es euch einfach gleich nochmal, falls ihr es nicht eh schon wisst. Ihr könnt auch hier über den Baumstamm drüber, nur wir machen es uns mal ein bisschen einfacher, dass wir hier nicht rumbalancieren müssen. Und ja, zumindest für heute. Jo. Ich weiß nicht, haben wir hier unten noch jemanden? Irgendein Special? Nee. Leider nicht.
So, und dann könnt ihr hier einfach, ich weiß gar nicht, müssen wir es hinziehen? Ja, wir müssen es hinziehen. Und dann haben wir den Trail abgeschlossen. Die 100 Erfahrung bringen mir jetzt ja nichts, weil ihr seht ja, mein Darklight ist schon ausgelevelt. Und ja, und hier warten schon Maya und Alex auf uns. Obwohl ich es jetzt süßer gefunden hätten, hätten sie, oh Gott, ich hab vergessen, Ellie, hieß das Pferd von Maya Ellie? Ich weiß es gerade nicht, aber das Finn-Pferd hier hin anstatt das Connemara Pony. Auch wenn ich es eigentlich süß gefunden hätte, wenn Maya das Connemara Pony bekommen hätte in der Quest, weil das irgendwie mehr zu ihr passt. Aber wir können uns hier schön umschauen. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber okay. Ja. Das war so der Trailritt und dann zeige ich euch, wo ihr das noch annehmen könnt. Und dann sehen wir uns im Moorland, Leute. So, Leute, jetzt bin ich wieder hier unten beim Anfang vom Trailritt. Und ihr seht schon, ihr könnt den Trailritt hier annehmen, wo ihr bei deinem einen Rennen durchlauft. Beziehungsweise wenn ihr einfach hier vom Jumpy-Platz runterlauft gerade, seid ihr eigentlich schon bei dem Platz oder so schräg von Andy hier drüben. Und ja, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns gleich nochmal in Moorland. So, wir sind jetzt halt in Moorland, schon vorm Bonus-Shop. Und ja, dann schauen wir mal. Und zwar, es gibt jetzt halt, wir hatten ja, ihr seht ja hier schon, ein bestickter keltischer Sattel. Wir haben ja davor schon die komplette Reiterausrüstung gekriegt. Vielleicht kriegen wir jetzt halt die komplette Pferdeausrüstung noch, das denke ich auf alle Fälle. Und vielleicht kriegen wir dann auch wieder Quests mit den Keltern oder sowas, weil ihr müsst ja mal so überlegen, wir haben schon seit längerer Zeit den Transporter bei dem Tor aus Eis. Wir haben das keltische Outfit bekommen für den Reiter. Wir kriegen jetzt halt das keltische Outfit für das Pferd. Ich will mich zwar nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber vielleicht. Also träumen kann man ja. Oder was denken. Genau, wir kriegen hier, ihr seht ja den bestickten keltischen Sattel. Auch wenn es heißt der bestickte keltische Sattel, aber ne, deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Je nachdem, was für einen Artikel man davor setzt oder keinen. auf alle Fälle steht unten dann noch, dieser Sattel ist mit komplizierten Mustern bestickt, die an die sogenannten Knotenmustern erinnern, die die Kelter schon seit Jahrhunderten zeichnen. Bei diesen Mustern handelt es sich um Schleifen, die kein Anfang und kein Ende haben und so die Ewigkeit versinnbildlichen sollen. Und an das Band der Freundschaft und Treue und auf Jorvik auch an Adians Geschenk erinnern. Ja, ein sehr guter Sattel, Stärke 1, Geschwindigkeit 3, Agilität 2. Und ja, nehmen wir uns den sofort mal mit. Schauen wir mal, wie der ausschaut. Ist das ein Springsattel? Nee. Nee, die Springsattel sind weiter hinten. Die sind ja hier irgendwo, fangen die an. Aber trotzdem sieht auf alle Fälle, oh, sehr cool aus. Auch die Muster sehr, sehr cool. Ja, also gefällt mir gut. Bin mal gespannt, wie das komplette Outfit dann ausschaut. Und ja. So, Leute, für nächste Woche, beziehungsweise für morgen steht... Geboren aus den Edelsteinen des Garnox-Vulkans sind die schuppigen Pferde, die Lavaschuppigen, sorry, der musste sein, Pferde wilde und treue Gefährten. Also sprich, wir kriegen morgen endlich die Drachenpferde. Aber das wisst ihr natürlich auch, wenn ihr euch das Video demnächst in Jorvik von mir Part 3 angeguckt habt, also das letzte, wo ich die nächsten paar Updates vorgestellt habe. Und noch eine kleine Randinfo. Das Rennen von Linda, dieses Springrennen, wird morgen nicht mehr da sein. Das ist bis zum 11. August da. Und ja, und der Trail, der Rotband-Trailrennen ist bis zum 1. September da. Also habt ihr noch gute 2 Wochen. Jetzt hat ungefähr. Kommt es hin? Wartet.
Ja, noch genau 2 Wochen habt ihr, also ab morgen noch 2 Wochen. Und dann ist der Rote Band Trail Ritt auch wieder weg. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und über ein Abo würde ich mich sehr freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos, Short-Videos, Livestreams, ganz egal was. Und ja, ob morgen ein Livestream kommt, Leute, kann ich euch leider noch nicht versprechen, weil ich jetzt gestern und heute daheim war und mir es halt immer noch nicht recht gut geht oder wie lang der Livestream geht. Es kann natürlich auch sein, dass der Livestream morgen, weil ich eigentlich schon gerne die neuen Pferde mit euch zusammen anschauen möchte, kann halt sein, dass ich halt gucken muss, selbst wenn ich daheim bin, dass halt der Livestream nicht lang geht oder ob ich morgen erst in die Arbeit gehe. Das kann ich euch leider jetzt noch nicht sagen, weil ich das immer spontan ausmache, ob ich daheim bleibe oder in die Arbeit gehe, wie es mir eben immer früh geht. Selbst wenn mir am Abend nicht so gut ging, aber früh kann es ja meistens besser sein. Ja, aber ich denke fast, dass ihr das morgen sehen werdet. Livestream werde ich vielleicht machen, aber halt nicht lange, aber ich kann euch noch leider nicht sagen, wann. Es wird später vielleicht auch noch ein Short-Video geben, weil letzte Woche noch ein Teil vom Adventskalender angekommen ist. Das möchte ich euch natürlich gerne noch zeigen. Und ich werde euch hier unten drunter gleich noch eine nächste Umfrage reinhauen. Es tut mir leid, Leute, weil ich euch mit Umfragen vollballere. Zumindest ist es jetzt, glaube ich, dann schon die 4. Umfrage. Und zwar werde ich euch eine Umfrage reinhauen, ob ich mit meinem Let's Play-Account, also mit Pia Windthunder, auch die 2 neuen magischen Pferde kaufen soll. Ich weiß, wir haben noch Telina und Campos zum Kaufen. Ich muss jetzt mal ganz schnell gucken, Leute, wie lange Telina und Campos noch da sind. Weil nicht, dass ich das irgendwie verschwitze und dann heißt, ja, jetzt sind sie weg. Oh Gott, wann sind denn Telina und Campos gekommen? Waren die bei Maya dabei? Ich glaube, ja. Mal bin ich gut. Bis zum 1. September. Okay, aber ich glaube, dass ich mich dann mal daran mache, sie trotzdem zu kaufen, weil nicht, dass ich es wirklich verschwitze. Ja, wir können dann gerne die Umfrage machen, ob wir uns eins der 2 neuen Pferde kaufen sollen. Und ja, dann freue ich mich schon mal auf morgen. Und dann sehen wir uns später nochmal kurz bei einem Short-Video. Bye, Leute!